stehe hier vor der Bedienungsanleitung des Audiomaten. Dort ist in 4 Schritten genau aufgelistet, was ein Gast, der die Orgel hören möchte, tun muss, damit das Orgelwerk auch wirklich klingt. Unter anderem auch die Toccata d-Moll, die sicherlich der Renner sein wird unter den Wünschen der Gäste. Dann drücke ich auf die Starttaste und in dem Moment kann sich der Gast sofort in die Kirche begeben, sich in die Bank reinsetzen und den originalen Pfeifenklang der von Beckerath Orgel genießen. Das Faszinierende im Vergleich zu anderen Kirchen, wo ich das beispielsweise in Urlaubstagen in Frankreich oder in England gehört habe, das Faszinierende ist, dass nicht wie dort bislang Lautsprecher klingen oder CD-Aufnahmen, wo die Orgel eingespielt worden ist, sondern dass hier wirklich der originale Pfeifenklang zum Tragen kommt. Das ist das unglaublich Einmalige im Augenblick und wenn ich recht informiert bin, haben wir damit derzeit europäisches Alleinstellungsmerkmal. Es kommen inzwischen Besucher von überall her, die nur wegen des Audiomaten hier nach Braunschweig in die Katharinenkirche kommen. Und sie sind überaus glücklich, so muss ich das, glaube ich, darstellen, wenn sie eine Münze einwerfen und dann ihr Lieblingsstück, beispielsweise die Toccata d-Moll von Johann Sebastian Bach, erklingt. Und sie erleben das live im Kirchenraum mit. Natürlich haben andere Gemeinden, weil es Organistennot in der Braunschweigischen Landeskirche und sicherlich nicht nur dort gibt, schon gefragt, können wir diese Technik bei uns auch einbauen. Das geht so ohne weiteres nicht. Die Instrumente müssen ein gewisses Alter haben, also nicht uralt sein, sondern jüngeren Datum, so wie diese Orgel aus dem Jahr 1980, wo schon vielleicht gewisse technische Voraussetzungen gegeben sind. Sonst wird das, glaube ich, ein sehr großer Kostenfaktor und dann muss man sich fragen, ob man nicht viele Jahre dann lieber doch Organisten einkauft.